Clemens, hast du das Beste für den Schluss aufgehoben? Schaut so aus. Aber vorher gesagt, ich freue mich am meisten für die Mannschaft und den Verein, weil es war kein einfaches Jahr. Und ich glaube, am Ende des Tages haben wir das eh verdient und cool Abend. Jetzt war es ein schwieriges Jahr für dich. Du warst auch oft in der Kritik. Viele haben gesagt, du bist zu alt. Was sagst du diesen Leuten? Ja, das nehme ich an. Das ist eh normal, wenn man älter ist. Und auch im Fußball, du musst es eh annehmen. Das gehört dazu im Leben und im Fußball. Es ist nicht immer ein Wunschkonzert. Aber am Ende des Tages, ich habe immer wieder versucht, dabei für die Mannschaft dabei zu sein und die Mannschaft zu unterstützen, egal in welcher Rolle. Und zum Glück der letzte paar Spiele als Goalscorer. Was war es heute noch für ein Spiel? Das war nicht einfach, oder? Nein, schau, Hartberg ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, wir waren auch ein bisschen müde. Es ist eh vierte Spiel in keine Ahnung wie viele Tage. Aber die Jungs haben das super angenommen, den Kampf angenommen, am Ende das Resultat geholt und cooler Abend. Ja, was sagst du jetzt noch zu der Feier da am Ende mit den Fans gemeinsam? Ja, das ist für mich persönlich, aus Schwerin ist mein Herzensverein, also natürlich, es ist extra besonders und die Fans waren immer da für uns diese Saison und das ist immer wieder schön, mit den Fans zu feiern und ab nach Europa. Noch ein Wort zu deinem Tor, wieder ein Weitschuss. Ein Wort, ich sage, der größte Lesson für die letzten zwei Spiele ist, alles ist möglich im Leben. Weil keiner hat das erwartet, ich auch nicht. Aber ja, ich freue mich, ich bin dankbar und ich freue mich für die Mannschaft. Ja, wie geht es jetzt weiter bei dir? Das weiß ich noch nicht. Mein Fokus war voll auf die Mannschaft und die Spiele. Und jetzt schauen wir alles an in Ruhe und schauen wir, wie es weitergeht. Danke, alles Gute.